Ja, hallo ihr Lieben, der Ralf hier von Living to Go. Ich grüße euch. Heute geht es um ein Active-Produkt und zwar um den neuen Batteriecomputer Lebensstand. Tolles Produkt, zeige ich euch ganz ausführlich. Geht sofort los nach dem Intro. Jetzt bei mir eingebaut. Also hier ist der Smart Shunt. Was ich an dem Active-Gerät super finde, ist, dass der also nicht nur diesen sehr schönen Batteriecomputer hat, wo man das alles sehr schön hier ablesen kann. Zeige ich euch gleich noch mal genauer, sondern halt auch mit einer Bluetooth-App sehr schön abfragen kann. Der Shunt ist etwas anders aufgebaut als die meisten. Es ist nämlich so, dass die Schrauben hier von rechts nach links durchgestochen werden. Die meisten Shunts haben die Mutter obendrauf, also die Befestigungspunkte obendrauf. Das heißt also, bei den Anschlüssen müsst ihr halt die Kabelschelle um 90 Grad drehen, ne? Also sonst bekommt ihr das hier nicht angeflanscht. Auf jeden Fall, wenn das Kabel so kurz ist. Wenn das so lang ist, dann kann man das vielleicht mal drehen. Aber bei so kurzem Kabel müsst ihr das auf jeden Fall anders krimpen. Ja, hier ist einfach der Anschluss für ein D-Plus-Kabel. Ne, wird halt direkt an die Batterie gehen soll. Und dann haben wir hier halt diesen kleinen Stecker, den man verpolungssicher sozusagen anstecken kann. Wichtig für mich war halt einen Shunt zu haben, der mehr als 400 Ampere kann. Der kann halt 500 Ampere. Es gibt ja Hersteller, die verschiedene Shunts rausbringen mit verschiedenen Kapazitäten, 100, 200, 400 Ampere. Active macht diesen ganzen Quatsch nicht. Die bringen einen raus mit 500 Ampere. Und das finde ich richtig gut. Denn wenn ich zum Beispiel im Nachhinein meine Batteriekapazität erhöhe, dann muss ich häufig auch nur noch den Shunt austauschen. Das ist ja blöd. Den Batteriecomputer werde ich noch vernünftig verlegen, oberhalb der Tür. Bin aber gerade unterwegs, von daher kann ich das jetzt nicht. Ich habe meinen Dremel nicht dabei, um das sauber auszustanzen. Übrigens gibt es hier auch eine Schablone dazu. Also die haben wirklich an alles gedacht. Die Gewindebolzen sind M10. Ne? Also wenn ihr hier Kabelschuhe dazu besorgen müsst, müssen die halt einen Durchmesser haben von M10. Genauso wie auch der Ein-Ausschalter hier. Die haben auch M10. Die alles andere habe ich hier so mit M8 verschraubt. Ja, der kann also Batterieströme bis 500 Ampere. Das heißt, ihr könnt hier Batterien anschließen von 10 bis 1000 Ampere Stunden. Er kann also eine ganze Menge ab. Die Kabellänge für den Batteriemonitor ist über 6 Meter. Das reicht also in den meisten Fällen aus, um das vernünftig
bei sich in seinem Wohnmobil individuell gut zu verbauen. Genauso wie das D-Plus-Kabel, ne, das Router, das sind auch 6 Meter, wobei, wenn man das verlängern will, ist das ja auch kein Problem. Wird beim Batteriecomputer schon ein bisschen komplizierter werden. Ja, die Betriebstemperatur geht von minus 20 bis 50 Grad Celsius. Es ist immer gut, für gute Belüftung zu sorgen. Ich überlege mir tatsächlich, aber ich beobachte das jetzt erst nochmal, ob ich mir hier vielleicht noch so einen PC-Lüfter einbaue, der mit einem Temperaturwächter ausgestattet ist, sodass er automatisch anläuft, wenn er zu warm wird. Wo ihr auf jeden Fall darauf achten solltet, ist, wie schließt ihr den richtig an. Hier bei B-, B für Batterie, da wird halt das Kabel wird direkt von der Batterie kommt angeschlossen. Und hier geht es dann halt zu den Verbrauchern. Ja, ich finde die Bezeichnung ein bisschen unglücklich, aber naja, wer lesen kann, ist natürlich klar im Vorteil. Ich habe nicht genau gelesen, deshalb habe ich den beim ersten Mal falsch rum eingebaut. Also an dem Video, wo ich euch das ganze Konzept hier vorgestellt habe, war der noch falsch rum eingebaut und dann habe ich das bemerkt, habe das dann richtig rum eingebaut, habe aber dann den falschen Videoclip erwischt. Also verzeiht mir meinen Fehler. Aber so ist es jetzt richtig. So, dann zeige ich euch mal schnell den Batteriecomputer. Also ne, ladet ihr runter aus eurem App Store, gibt es halt für iPhone und Android Telefone, nennt sich Aktiv BMX. So, und dann bekommt ihr hier die Anzeige, die Bluetooth-Geräte angezeigt und dann könnt ihr euch hier einloggen. So, und da seht ihr, 398 Amperestunden hat er im Moment, eine Spannung von 13,7 Volt. Zurzeit gehen rund 3,6 Ampere raus, bei 48 Watt. Und die verbleibende Zeit sind noch 112 Stunden, wenn das hier so weiterläuft. Aber ich will ja auch zwischendurch mal was essen, dann schalte ich halt meinen Grill, Elektrogrill an und so weiter. Aber das soll euch nicht weiter interessieren. Ja, dann gibt es hier doch den Verlauf. Ne, ich habe den gerade erst frisch angeschlossen, deshalb gibt es hier nichts zu gucken. So, hier könnt ihr halt die Batteriekapazität einstellen, die maximale Spannung. Die minimale Spannung, also Absagen, hätte man vielleicht auch ein bisschen besser übersetzen können. Gut, Kapazitätsalarm, also wenn das unter 30 Amperestunden geht bei mir, dann kriege ich halt eine Alarmbestätigung. Und dann kann ich das hier nochmal mit den Geräten synchronisieren. Ja, ne, habt ihr gehört? Gehen wir mal zu dem Batteriecomputer. Ja, hier jetzt nochmal der Batteriecomputer. Hier seht ihr also die Anzahl der Amperestunden, die noch übrig sind. So, die Kapazität ist hier 97%, 110 Stunden. Wird die Batterie noch laufen bei diesem aktuellen Batterieverbrauch oder Energieverbrauch. Hier sieht er die Amperestunden, die entnommen werden, die Voltzahl und die Watt. Hier draufklicken und da sieht er auch nochmal die Gesamtkapazität, die eingestellt ist, die maximale Voltzahl. Hier ist der Alarm eingestellt bei 30 Amperestunden. Ja, könnte hier auch 10 Ampere reinstellen, aber für mich macht das mehr Sinn. Ne? Kann ich entsprechend früh meine Verbraucher ausmachen. Und hier haben wir die Mindestvoltzahl von 12 Volt. Das heißt, hier würde ich halt dann auch einen Alarm bekommen. Ja, ich habe den Batteriecomputer jetzt ungefähr 4 Wochen im Einsatz. Also mir macht das sehr viel Spaß. War eine super Investition, also insofern. Ich habe den ja gestellt bekommen von Aktiv, ne? Also nur der Ordnung halber sozusagen. Aber ich hätte mir den auch gekauft. dürfen die Aktiv-Leute natürlich gar nicht hören. Ne? Aber ich fand das einfach toll mit diesem bunten Display. Ne? Kann man immer sehr schön sehen, wo man so dran ist. Die App-Steuerung rundet das ganze System natürlich super ab. Ne? Also wenn ich jetzt im Bett liege, um was zu sagen, kann ich mal schnell gucken, wie meine Batterien aussehen und wie das Ganze hin und her läuft. Aber wenn ich so an der Tür bin oder so, wenn er dann eingebaut ist, der Batteriecomputer, dann drücke ich eigentlich lieber eine Taste, denn die App rauszuholen. Und man hat ja so viele Apps, ne? Und deshalb mag ich eigentlich lieber
ja, diese verbauten Geräte. Was nicht so schön ist, dass jedes Gerät eine andere Größe hat. Ne? Also so, wenn die jetzt alle schön eine gleiche Größe hätte, dann könnte man halt auch einen Solarmonitor daneben und so weiter. Dann hätte man einfach ein schönes Bild. Ich mag das halt, wenn das so ordentlich ist. Und ja, mal so ein Hinweis an alle. Alle Firmen, baut doch gleich große Anzeigen. Ja, und dann kann man das schön verbauen, dann sieht das einfach auch schön sauber und ordentlich aus. Ja, also ich kann den hundertprozentig empfehlen. Ich verlinke euch den unterhalb des Videos, ne, könnt ihr also selber nochmal die technischen Daten nachschauen. Was bei Active ja immer super geregelt ist, muss man wirklich sagen, die haben immer eine deutsche Bedienungsanleitung, aber die kann man sich auch runterladen. Also bevor man kauft, kann man sich die Bedienungsanleitung runterladen und kann da schon mal so ein bisschen drin schnöven, ob man auch damit sozusagen technisch klarkommt. Finde ich persönlich super. Außerdem habe ich ganz gerne Bedienungsanleitungen in meiner Cloud. So kann ich also von allen Geräten, die ich habe, Laptop, iPad, Handy und so weiter, kann ich also schnell mal gucken, wenn da irgendwas schief läuft bei so einem Gerät. Und muss nicht immer so eine Riesentasche mit vielen Bedienungsanleitungen rumschleppen. Ich finde, das wird häufig unterschätzt. Und das macht Active wirklich gut. Also mittlerweile machen da noch andere Firmen, nicht falsch verstehen. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Pluspunkt. Die Geräte sind super verarbeitet. Also der Shunt ist massiv. Ne? Da kann man also richtig anziehen. Die Schrauben, übrigens fällt mir gerade ein. Ein User hat mir geschrieben, er ist Sachverständiger. Also er macht dann immer so Sachverständigengutachten im Schadensfall. Ja, und er hat mir den Tipp gegeben, und den Tipp würde ich gerne an euch weitergeben, dass ihr so einmal alle 6 bis 12 Monaten mal schaut, die Schrauben alle nachziehen und so weiter. Denn gerade bei so einem Wohnmobil, da bewegt sich ja alles und da kann sich schon mal was lösen. Ich würde heute keine Schraube mehr oder keine Mutter mehr aufschrauben ohne so einen Sprengring. Ne? Also ne, ihr wisst schon, so ein Ring, der einmal durchgeschnitten ist und dann so verbogen ist, sodass die Schraube immer auf Spannung ist. Trotzdem ist das ganz gut, wenn man das immer wieder überprüft, die Schrauben auch festsitzen. Wer das ganz genau machen will, kauft sich einen Drehmomentschlüssel. Wobei hier in der Bedienungsanleitung, habe ich jetzt nicht gelesen, mag aber an mir liegen, mit welchem Drehmoment man die Schraube anziehen soll. Nicht zu fest, aber auf gar keinen Fall zu locker. Hatte ich nämlich tatsächlich auch schon mal, und zwar bei der Fahrzeugbatterie, ist wirklich wahr. Da habe ich die Tür einmal fest zugeschlagen, da ist irgendwie das Kabel abgerutscht, werkseitig. Ne? Und plötzlich fuhr das Auto nicht mehr, also war ja alles tot sozusagen. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert. Und der ADAC-Mann wusste aber, hat er das sofort irgendwie im Griff oder im Urin, wie man das auch nennen will. Und ja, man sieht, man lernt nie aus. Ja, in dem Sinne, schaut euch den Batteriecomputer mal an. Wie gesagt, meine Empfehlung hat er in dem Sinne schrottfreien Flug. Immer genug Energie. Wünsche euch einfach einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.